Tag zusammen. Nachdem wir im letzten Video ja gesehen haben, dass der Chatbot von OpenAI doch einige eklatante Schwächen hat beim Berechnen von recht einfachen Aufgaben und auch was das Schreiben von wissenschaftlichen Texten, also gravierende Fehler macht, dass er sich Quellen ausdenkt, will ich jetzt mal testen, ob er auch einsetzbar ist bei ja, fortgeschritteneren Aufgaben, bei denen er jetzt nicht rechnen muss, sondern uns helfen soll, selber Dinge zu berechnen, sowohl in Excel als auch dann in Python, dass er also uns Programmcode schreibt, damit wir die Rechnung machen können. Das ist sicherlich eine der großen Stärken von dem Chat-GPT. Wir steigen mal ein, bleiben mal im Bereich der Windenergie. Also er soll uns jetzt mal in Excel erklären, wie wir die Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe berechnen, indem wir die Hellmann-Gleichung einsetzen. Wir brauchen dazu den Hellmann-Exponenten, der so ein bisschen repräsentiert, wie so das Gelände beschaffen ist, ob wir jetzt auf dem offenen Meer sind oder in den Mittelgebirgen. Wichtig noch die Ergänzung, dass er noch dieses Sternchen hinzufügen muss, weil wenn man dieses Sternchen nicht mit den Leerzeichen macht, dann formatiert er die Excel-Formel falsch. Also, da hat er jetzt eine Rechnung gebaut, das sieht soweit auch in Ordnung aus. Wir haben diese drei Zellen. Wir haben jetzt hier die Referenzhöhe auf 10 Meter gesetzt. Ich denke, das ist in Ordnung, das so zu machen. Das könnte man jetzt so nachbauen. Also er kann es das ja nicht in Excel direkt bauen an dieser Stelle. Jetzt erweitern wir nochmal die Aufgabenstellung, indem wir noch den Rotordurchmesser nutzen soll und wir die Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe jetzt kennen und jetzt wissen wollen, was ist die Leistung. Auch das sieht soweit erstmal gut aus. Die Formel ist soweit auch richtig. Und jetzt gucken wir, was er jetzt in Excel macht. Da, wie gesagt, auch wieder das Gleichheitszeichen mit den Leerzeichen, weil er sonst mit der Formatierung durcheinander kommt. Also Formel sieht gut aus. Und jetzt brauchen wir die Angaben für die Zellen. Ja, und jetzt sieht es ja soweit eigentlich ganz passabel aus. Also das klappt, das kann er, solange er nicht selber rechnen muss, sondern uns eigentlich nur erklärt, was wir jetzt in Excel tun sollen, funktioniert das ganz gut. Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Wege, das zu machen, aber der Weg hat funktioniert. Jetzt machen wir dann nochmal den nächsten Schritt, was wir jetzt ja auch schon im letzten Video gesehen haben. Jetzt wollen wir nochmal die Leistungswerte in den 4 Stunden berechnen. Auch da die Frage, wie soll das funktionieren? Er weiß, dass er uns ja schon die Hellmann-Gleichung erklärt hat. Und dass wir dann aus den Windgeschwindigkeiten auf Nabenhöhe dann die Leistung für jede Stunde berechnen können. Und jetzt gibt er uns wieder die Zellen an. Also auch da sehen wir, das klappt ganz gut. Er gibt uns den Hinweis, ne? Also die Windgeschwindigkeit auf Bodenhöhe in Spalte A, Nabenhöhe Spalte B, den Hellmann-Exponenten in die Spalte C schreiben und ja, dann erklärt er uns sogar, wie das funktioniert. Also das macht er gut, das kann er, also solche Computeraufgaben kriegt er gut gelöst. Da kann der ChatGPT sicherlich eine Hilfe sein. Wir wollen jetzt als nächstes, wir lassen ihn mal zu Ende erklären, was er noch macht, dass wir jetzt in die nächste Spalte müssen. Also von der Strategie her genau das Richtige, was wir eigentlich brauchen, sicherlich jetzt sehr ausführlich erklärt. Wir lassen ihn nochmal weiter schreiben, weil er es wieder abgebrochen hat. Ja, okay, das mit dem Leerzeichen, das hat er jetzt von mir übernommen, also das hat er quasi gelernt. Klappt also. Ne? Der Chatbot ist dazu in der Lage, uns in Excel Hilfestellung zu geben. Jetzt machen wir nochmal den nächsten Schritt. Auch das ist eine Sache, die der ChatGPT sehr gut kann. Er soll uns dieses Programm jetzt in Python schreiben. Oder ob das jetzt Python ist oder C oder eine andere Programmiersprache, ist jetzt erstmal egal. Er gibt uns jetzt die Hellmann-Gleichung an. Auch die ist jetzt soweit richtig. Den Code können wir dann gleich rüber kopieren. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Er gibt wieder Erklärungen. Die brauchen wir jetzt an der Stelle sicherlich nicht. Aber die Gleichung, diese Hellmann-Gleichung ist soweit in Ordnung. Wir dividieren die Nabenhöhe durch 10 Meter. Die können wir noch variabel gestalten, haben die Geschwindigkeit auf Bodennähe
und potenzieren dann das Verhältnis der Höhen mit dem Exponenten Alpha. Das ist soweit in Ordnung. So, dann zweite Funktion. Wir wollen die Leistung berechnen. Das ist auch das, was er in der letzten Folge selber nicht hinbekommen hat. Also das Rechnen kriegt er nicht hin. Ja, jetzt auch die Formel ist richtig. Da fehlt jetzt eigentlich noch, dass wir die Mathematikbibliothek importieren müssen. Das müsste er uns eigentlich noch geben. Aber das wird er uns dann vielleicht gleich sagen. Also auch da, ja, kann er. Also sicherlich eine zentrale Stärke des Chatbots. So, jetzt wollen wir noch ergänzen, dass er jetzt den Leistungsbeiwert vergessen hat. Und ja, er sagt noch, ne, dass er Import Math vergessen hat. Das hätte er jetzt vorher auch noch mal sagen können. Also, gleiche Aufgabe, aber oben fehlte der Leistungsbeiwert CP. Den soll er bitte noch mal ergänzen. Das macht er jetzt auch. Sehr schön. So, und dann der letzte Schritt. Er soll uns jetzt gleich quasi einen fertigen Programmcode generieren, um jetzt aus unseren 4 Stundenwerten dann die Leistung für diese 4 Stunden zu berechnen. Und ja, dann könnten wir daraus noch die Summe bilden. Das soll uns jetzt mal zusammenpuzzeln aus den bisher erstellten Funktionen. Gucken mal, jetzt gibt uns wieder das Beispiel an. Also es ist wirklich ganz praktisch, dass man dann diesen Code auch einfach jetzt in seinen Python-Editor rüber kopieren kann und direkt ausführen kann. Das klappt sehr gut. Ja, jetzt erklärt er noch ein bisschen was. Also das ist jetzt die Aufgabe. Wir haben wieder unsere 4 Geschwindigkeitswerte in der Stunde 0, 1, 2 und 3. Jeweils mit 5, 6, 4 und 8 Metern pro Sekunde auf in Bodennähe. Also so muss jetzt erst ein Data Frame bauen. Das ist also der Datentyp, um Daten sehr effizient in Python zu verwalten. Dann soll er die Windgeschwindigkeit auf die Nabenhöhe umrechnen und dann im zweiten Schritt die Leistung berechnen. Also das macht er ganz gut. Er erstellt die Liste, er hat oben die beiden Funktionen definiert. Auch das richtig, dass er erst die Funktion definiert und dann den Hauptteil des Programms macht. Kannst du noch sagen, dass er jetzt hier die, dass er so vielleicht noch objektorientiert machen soll, aber das lassen wir jetzt an der Stelle mal weg. Dass er jetzt in den Data Frame dort diese Spalten ergänzt. Naja, gut, also das ist ja jetzt nicht nötig gewesen, das hätte man auch über Variablen lösen können. Das ist also schon wichtig, dass er also immer unterschiedliche Lösungswege findet. Auch das kann man ihn bitten, dort die Angaben zu korrigieren. Jetzt baut uns hier eine Tabelle. Da werden die Zahlen jetzt wieder falsch. Das kann er ja nicht. Das haben wir schon gesehen, denn das ist jetzt nicht, dass er jetzt diesen Python-Code, den er programmiert hat, selber im Hintergrund irgendwie anwendet, das kann er nicht, sondern er sucht sich jetzt die Antworten zusammen. Da machen wir ein Fragezeichen dran. Das haben wir im letzten Video schon gesehen, aber wir nehmen jetzt diesen Code hier und kopieren den mal rüber in den Spider, also unseren Python-Editor, das und lassen es mal laufen, ob es funktioniert. Und wir sehen hier hinten, also hier ist der Data Frame. Da sehen wir ihn, kann ich ihn noch größer machen, kann ich noch reinzoomen. Also wir sehen jetzt hier Stunde, wir haben die Geschwindigkeit, wir haben die Nabenhöhe. Der Helmex mit 0,2 ist vielleicht ein bisschen groß, aber gut, also eigentlich ist er 0,14, ein Siebtel. Aber den haben wir jetzt nicht verändert. Wir haben die Geschwindigkeit auf Nabenhöhe, das ist hier diese Spalte. Haben dann den Leistungsbeiwert mit 0,5, der könnte jetzt auch noch irgendwie von der Windgeschwindigkeit eigentlich abhängen. Alles in Ordnung. Und dann gibt uns hier die Leistung an in Watt, also haben jetzt hier knapp 300 Watt im ersten Moment, dann haben wir ja 500 Watt. Also das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wir beenden mal eben, sehen jetzt hier nochmal die Werte in dieser 10er-Darstellung. Alles gut. Also von daher springen wir nochmal zurück in den Chatbot. Das kann er. Das ist sicherlich eine Stärke des Bots. Wir hören hier die Zahlen hier passen natürlich nicht. Aber das ist sicherlich ein sehr interessantes Anwendungsfeld von ChatGPT, dass man ihn nutzt zur Hilfestellung bei Programmieraufgaben.
Auch da stellt sich wieder die Frage nach Plagiaten, nach Urheberrechten, nach Generierung von geschütztem Code. Da muss man sicherlich auch nochmal aufpassen und nochmal kritisch überarbeiten. Auch da macht er noch Fehler, also auch da ist der Code nicht fehlerfrei. Das muss man auch immer bedenken. Aber es ist ein sehr gutes Hilfsmittel, weil er einfach Programmieraufgaben sehr gut übernehmen kann. Und ich denke, auch das ist sehr nützlich bei Programmieraufgaben, dass er klarere und deutlichere Antworten geben kann, als ich das über eine Suchmaschine bekomme. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mal erklärt bekommen, wie ich ein Diagramm baue und dort dies und jenes einfüge. Er liefert mir direkt den richtigen Code bezogen auf mein Problem. Das ist eine große Stärke. Von daher muss ich sagen, also nachdem wir ja gesehen haben, der Chatbot ist sehr kritisch zu sehen, was das Berechnen von Dingen angeht, was das Generieren von wissenschaftlichen Texten angeht. Der Umgang mit Quellen ist eine Katastrophe. Aber das Programmieren klappt sehr gut. Da ist eine sehr gute Unterstützung und da kann man ihn sicherlich sehr gut einsetzen.